Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der neue Science-Fiction-Action-Streifen aus dem Hause Marvel Cinematic Universe war der Hauptfilm an diesem Abend, hier bei Kino am Olympiasee. Und die eingefleischten Marvel-Fans kamen voll auf ihre Kosten. Ja, wir lieben Marvel und das ist einfach eine Fortsetzung, deshalb schauen wir es einfach gern an. Ja, also ich habe bis jetzt eigentlich alles gesehen, was draußen ist und es geht weiter so. Erst kürzlich, genauer gesagt am 22. Juni, feierte das Traditions-Open-Air-Kino 1000 Tage Kino am Olympiasee. Der Biergarten mit Gastronomie wird vom Publikum besonders geschätzt. Auch die bunte Mischung aus Hollywood-Blockbustern und Arthouse-Filmen. Bei uns steht immer das Erlebnis im Mittelpunkt. So haben wir jetzt auch dieses Jahr uns weiterentwickelt und zum Beispiel Packages für unsere Gäste eingeführt. Heißt, im Online-Prozess kann sich der Gast ein Package aussuchen, zum Beispiel das Rundum-Sorglos-Paket, wo er gleich eine Kuscheldecke, Getränke und einen Popcorn-Eimer dazu buchen kann zum Ticket. Oder die Notte Italiana, wo man hier im Sonnenuntergang den Aperitif genießen kann. Also wir schauen, dass unsere Gäste eine gute Zeit haben und den Abend rundum genießen können. Unvergessliche Sommerabende im traumhaften Ambiente des Olympiaparks und in den Love Seats machen es sich die Verliebten gemütlich. Du kennst schon den uralten Brauch, sich vor dem obersten Zauberer zu verbeugen. Ja, ist mir durchaus bekannt. Sehr gut, gefällt's mir. Ja, die Atmosphäre, schönes Wetter, gibt was zum Trinken. Ist einfach super, mal draußen zu sein und ein anderes Kinoerlebnis zu haben. Mhm. Ja. Na, ist halt ein schönes Ambiente da mit dem See, die Berg, genau. Ja, ist halt viel grün, ist schön gemacht, schön aufgemacht. Also kann mich nicht beschweren. Aber Olympiapark ist immer schön. Ja, ich finde es eigentlich mega entspannt. Man kommt hier rein, die Leute kickern, man kann sich da Getränke holen. Man sitzt erstmal so da. Das hat man halt im Kino an sich, kommt man halt rein, setzt sich hin und wartet auf den Film. Und das ist hier eigentlich viel entspannter, muss ich sagen. Neben großen Kino gibt es heuer auch viele Live-Events. Der Juli besteht nicht nur aus Filmen, sondern auch tollen Live-Shows. So haben wir den Kabarettisten Carsten Keie mit seinem brandneuen Programm hier und eine Live-Show von dem Podcast Gästeliste Geisterbahn und natürlich unsere Poetry Slammer von Kobylanski, die haben hier noch ihren großen Auftritt. Als Betreiber der Olympia-Schwimmhalle, auf deren Wiese Kino am Olympiasee stattfindet, sind die Stadtwerke München seit vielen Jahren stolzer Partner der sommerabendlichen Unterhaltung unterm Sternenhimmel.